Hi, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3. Wir sind gerade dabei, die Lobby zu erforschen und ich habe mitbekommen, dass diese Lobby in den Kommentaren aus 2 Stockwerken besteht. Das bedeutet, wir haben hier oben ein ganz anderes Stockwerk, als wir hier unten haben und dementsprechend gibt es hier auch nicht nur 5 Juwelen, wie ich gedacht habe, sondern ganze 10 Juwelen auf einmal und deswegen gehe ich mal sehr stark davon aus, dass wir heute auf jeden Fall hier mit der Lobby noch beschäftigt sind. Wir haben ja hier den Weg rüber freischalten können, indem wir mit dem Pömpel ja das Frisch-Gewischt-Schild wegmachen, gemacht haben. Und ja, jetzt sehe ich das hier auch. Jetzt verdecke ich das aber blöderweise wieder. Lass mich kurz aus dem Bildschirm fahren, sobald ich das kann. Da habt ihr es gesehen, meine Damen und Herren. Das sind ganz andere Juwelen hier in diesem Stockwerk. Und dementsprechend sind wir da höchstwahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigt mit dem Stockwerk. Also ich gehe mal davon aus, oder ich habe eigentlich mir als Ziel gesetzt, dass wir in diesem Part fertig werden. Die Frage ist nur, wie gut kriegen wir das hin, in diesem Part fertig zu werden mit dem Stockwerk? Weil ich würde dann doch gerne die nächsten Bossgeister angehen. Aber ja, warten wir erstmal den Part hier ab und gucken, wie der Part so läuft, bevor wir uns große Hoffnungen machen. Nicht wahr? Hier zum Beispiel gibt es auch wieder eine ganze Menge Geld. Ich bin ja richtig stolz auf meinen Geldbetrag, den ich hier mittlerweile angehäuft habe. Richtig super, der Geldbetrag. Und ich bin auch gespannt, was wir hier so finden, weil ich meine, das komplette Gebiet ist ja anscheinend optional. Also hier, ich nehme mal an, wird nie gezwungen, dass wir hier hingehen. Dementsprechend, ich bin gespannt, was die Entwickler hier für uns so schönes versteckt haben. Wir haben hier einen Speisesaal geradewegs vor uns. Vielleicht treibt sich da ja ein geheimer Bossgeist rum. Man kann es nicht ausschließen, dass die auch existieren. Also, ja, mal abwarten. Und natürlich haben wir den Vorbereich, die erste Lobby haben wir ja auch dann noch nicht 100% abgeschlossen. Das bedeutet, auch da müssen wir dann höchstwahrscheinlich nochmal in diesem Part weiter erforschen, denn da sollten uns meines Erachtens noch 2 Juwelen fehlen. So, kann ich hier vielleicht noch irgendwas mit der Düsterlampe finden? Da war doch gerade was, oder nicht? Nicht? Das sah so aus, als hätte ich da gerade irgendwie was gehabt, aber anscheinend täusche ich mich da. Schade, vielleicht hier noch ein Bild? Da wird super ein Bild hinpassen, meiner Meinung nach. Bin aber auch kein Architekt. Ich habe noch nie Wohnungen eingerichtet. Und wenn ich es getan habe, wenn ich es vorhatte, dann hat es nicht funktioniert. Ich habe versucht, mein Zimmer ja selbst einzurichten. Aber boah, das ging ja so absolut daneben. Ich bin absolut nicht geeignet als Innenarchitekt. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Habe ich mir einen Schreibtisch bestellt und war letzten Endes mit dem Schreibtisch überhaupt nicht zufrieden, weil der Schreibtisch halt viel zu klein war. Und ja, dann habe ich natürlich auch direkt das Bett wieder abbestellt und die Schränke wieder abbestellt, weil, ja, der Schreibtisch ging sofort wieder zurück. Und dann hat mein Vater sich hier das so ein bisschen zusammengedichtet, mein Zimmer. Der konnte das um einiges besser als ich, aber wirklich, du. Okay, was spielen wir hier? Spielen wir jetzt hier Pinball oder, nee, nicht Pinball. Wie heißt das? Ich weiß es gar nicht. Aber die Sache ist ja auch, muss ich die jetzt alle da reinbekommen? Es kann gut sein. Ich nehme mal an, wir... Ups, der ist rausgefallen, okay. Ich nehme mal an, wir müssen alle da rein. Alle weg einfach. Mal gucken. Ich verstehe, ich weiß aber auch nicht, wie das Spiel funktioniert. Sollte mich da irgendjemand fragen wollen, wie das Spiel funktioniert, keine Ahnung. Deswegen, hoffen wir einfach mal, dass ich es richtig mache. Aber ich habe tatsächlich Billardtisch abgeräumt. Ist ein Achievement. Aber mehr als Geld gab es dafür gerade leider nicht. Schade. Schade. Die Achievements, die können wir uns auch heute mal angucken. Geld, 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 Geld. Und ein paar weitere Kugeln. Sehr schön. Da ist noch ein Geld-Ding. Wo sind denn die? Ich hole hier immer irgendwo Geld her. Ich weiß nur nicht von wo. Na gut, da sind Schwerter, die ich sogar einsaugen kann und auf was schießen kann. Höchst interessant. Wir haben hier ein Schwein.
Okay. Ja, versuchen wir es mal hier auf die Billardscheibe. Ja, das hängt. Und das ist ein Edelstein wert. Ja, sehr schön. Nice. Haben wir einen weiteren. Und hier ist alles so idyllisch eingerichtet. Hier kann man wieder richtig schön Zeit vertreiben. In diesem Raum. Ja, ja. So, das muss ich wieder mit Hand öffnen, leider. Aber was heißt leider? Für die 5 Scheine hier würde ich das freiwillig machen. Und da kann man auch Schach spielen, wenn man möchte. Ja, cool. Ja, cool. So, und das Schwein kann man drehen. Für Geld. War anscheinend das Sparschwein. Was wir hier gefunden haben. Da habe ich noch ein Mauseloch gesehen. Aber da passiert nichts. Okay. Was ist das hier? Ich sehe, hinter den Spinden sehe ich ja irgendwas. Kann ich euch wegräumen? Ich gehe mal... Ja, ich denke schon, dass ich euch damit wegräumen kann. Zack, sehr schön, Nummer 1. Und da hat jemand Geld hinter dem Spind versteckt. Ja, cool. Sehr schön, das freut mich natürlich ungemein. Dass wir da ein bisschen aufräumen können. Zack, alles weg erstmal. Und dann nehmen wir das Geld. Ich gehe ungern aus einem Raum raus, ohne dass wir nicht alles zerstört haben. Das ist mein Problem in diesem Spiel. Deswegen sind wir auch mit jedem Raum so lange beschäftigt, bis ich wirklich der Meinung bin, wir haben alles, und zwar wirklich alles gesehen. Ja. Das kann natürlich was Gutes sein. Es fühlt sich aber eher mehr an wie ein Fluch, wenn ihr mich fragt. So, aber ich glaube, hier haben wir alles gesehen. Würde ich vermuten. Deswegen gehen wir. Ich meine, wenn letzten Endes natürlich ein Edelstein fehlt oder so, dann müssen wir da eh wieder rein. Weil dann kann er ja nur in dem Raum gewesen sein. So, sehr schön. Den Hydranten aktiviert für ein bisschen mehr Kleingeld. Das freut mich. Da liegt noch eine einzelne Münze. Die hätte ich auch gerne. Ich glaube, der ist gar nicht so weit geflogen. Wir gehen mal in den Gang zu Ende. Goldkrähe. Komm her. Sehr schön. Ja, ich bin gespannt, ob wir mit 20.000 vielleicht rausgehen aus dem Stockwerk. Das wäre auf jeden Fall richtig viel Asche. Was war das gerade? War das Schleim? Habe ich da gerade gelben Schleim eingesaugt? Ich glaube, ja. Da hat jemand Geld weg. Also man muss echt sagen, das Geld liegt überall. Wer würde denn freiwillig Geld wegwerfen? Ganz im Ernst. Unfassbar. Unfassbar, wo nicht überall das Geld rumliegt. Und auch hier oben immer in den Vorhängen drin. Ich meine, haben das die Bauarbeiter da damals reingesteckt? Oder wie will man mir das erklären? Ist auch ein bisschen schade, dass ich nicht aus dem Fenster gucken kann, ne? Ich glaube, das geht nicht. Nee. Das ist mega schade. Ich würde nämlich gerne mal rausgucken und gucken, wie das da draußen aussieht. Aber okay. So, wo gehen wir als erstes hin? Wo geht's als erstes hin? Wir haben 2 Räume. Und keiner führt so wirklich nach da hinten. Genau. Ja gut, dann gehen wir erstmal in die 2 Räume hier rein. Was sind das überhaupt für Räume? Personal? Fürs Personal? Ja, hier geht's anscheinend nicht rein. Okay. Dann hoffe ich mal, dass es hier reingeht, weil ansonsten haben wir ein Problem, dass man... Ah, okay, das sind die Toiletten. Wahrscheinlich Gästetoiletten oder so. Oder Personaltoiletten. Irgendwie sowas, denke ich mal. Münze. in der Lampe mal wieder eine Münze. Ich glaube, wir können mit Guichi rüber. Oder wir können das mit dem Pömpel. Gucken wir mal. Okay, Pömpel und dann Guichi. Also ich hatte mit beidem recht. So, was befindet sich denn hier hinter? Scheint das Frauen-WC zu sein, denn ich sehe keine Pissoirs. Und da ist gerade das ganze Klopapier eingesaugt worden. Alles klar. Ja gut, hier ist wenig Geld. Der ist hochgestellt. Ist auch interessant. Kann ich den runterlassen? Ja, mehr oder weniger. Ich kann die Spülung aktivieren. Oh, das bringt mir sogar was. Ja, nice. Komm her. Kommt her, meine Scheinchen.
die scheint zu klemmen. Das ist ja auch interessant. Dann reißen wir die eben auf. Entschuldigen Sie, der Herr. Was ist das? Tatsächlich, das war ein Geist und das ist sogar ein Edelsteingeist. Okay. Okay, ja, von mir aus, ne? Tu, was du nicht lassen kannst, mein lieber Geist, aber letzten Endes krieg ich dich ja sowieso. Und ich habe gerade gesehen, ich kann den nur kaputt machen, wenn wir den über den Boden schlagen. Das ist ja interessant. Das ist sehr interessant. Dass der anders nicht beschädigt werden kann. Na gut, dann rüber mit dir, Guigi. Wir wollen uns natürlich auch die Herrentoilette angucken. Oder vielleicht ist es nur noch eine weitere Frauentoilette, ich weiß es nicht. Aber die Donuts und das ganze Essen, ja, wobei, das ist mehr oder weniger Gemüse. Die Frauen essen ja eher das Gemüse und das Obst. Aber Donuts waren halt auch dabei und Donuts sind eher so Männer. So, stereotypisch, ne? Ihr versteht, wie ich das meine. Okay. Sehr schön. Das andere tötet mich locker. Nee. Nur Rauch. Okay. Müssen natürlich aufs Wasser aufpassen. Wenn Luigi Wasser bekommt, dann haben wir ein Problem. Warum kam da gerade ein Schwert raus? Darf ich das fragen? Was macht man denn mit einem... Das haben wir einfach eingesaugt. Okay. Na gut, von mir aus. Und was haben wir hier? Nix. Okay, irgendwie ist der Raum hier unnötig. Außer ich kann irgendwie mit der Düsterlampe tatsächlich... Da ist was versteckt. Vielleicht ein Geldgeist? Ich würde hier einen Geldgeist hinpacken. Ja, oder nur noch ein bisschen mehr Geld. Okay. Na gut, gucken wir noch ein bisschen weiter. Nein, nicht Luigi. Hör auf damit. Also das Obst lag davor, deswegen konnten wir hier nicht rein. Was ist das da oben? Ah, da kommt auch noch ein bisschen Geld. Okay. Na gut. Na gut. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen. Gut, dann wechsle ich wieder zurück. Und dann gehen wir wieder. Alles klar. Drei Edelsteine fehlen noch, meine Damen und Herren. Haltet euch fest. Und wir haben noch zwei Räume vor uns. Vielleicht haben wir das Glück. Vielleicht bin ich mal wieder richtig gut unterwegs gewesen. So, was ist das? Ich kann hier Licht aufdrehen. Klack, klack, klack. Aha, und ich sehe schon, auf was das hinausläuft. Wir müssen das auch auf der anderen Seite aktivieren, indem wir erstmal hier das Schild wegreißen. Sehr schön. Und dann können wir von der Seite ebenfalls noch drehen. Und das sollte uns einen Edelstein geben. Sehr schön. Zwei noch. Ein bisschen Kleidung hier. Da hatte ich aber auch gerade mega viel Glück, dass ich die Windräder da gefunden habe, ganz ehrlich. Das war mehr Zufall als gewollt, dass ich da an der Stelle gesaugt habe. Und dass ich dann auch mitbekommen habe, dass es etwas bewirkt. Das hätte genauso gut auch nicht funktionieren können. Alles klar. Ja, aber es gibt mittlerweile weniger Geld. Gut, wir sind natürlich auch nicht in neuen Stockwerken unterwegs, sondern in alten Stockwerken. Vor allen Dingen im Anfangsstockwerk. Das, was wir eigentlich schon seit Beginn erforschen können. Deswegen ein bisschen verständlich, dass es hier halt wirklich nichts gibt. Da oben können wir mit Luigi hin. Jetzt kommt aus der Lampe eine Münze raus, natürlich. Natürlich. Verdammte Lampen. Da ist wieder zwei oder drei Papierflieger sogar. Naja, komm, wir gehen mal nach oben. Sehr schön. Da ist nämlich Geld. Und noch mehr Geld. Alter, richtig viel Asche wieder.
So, ich glaube, das war's auch. Ja. Okay. Na gut. 15 Minuten schon wieder. Wir kommen so schleppend voran in dem Spiel. Weil ich halt wirklich alles einsauge. Ne? Ich hab's ja gesagt. Ich habe es ja gesagt, dass ich wirklich gerne alles einsaug. Das ist halt ein Fehler in dem Spiel. Um schnell voranzukommen, darfst du das nicht. Aber wir wollen den höchsten Rang, meine Damen und Herren. Ich habe nämlich auch mitbekommen, es gibt wieder Ränge, wie im ersten Luigi's Mansion. Im zweiten gab es ja keine Ränge. Wir wollen natürlich die Ränge. Ich kann den Käse essen. Okay. Von mir aus. Das ganze Essen hier kaputt machen. Mann, in anderen Ländern haben die nichts zu essen und Luigi macht hier das Essen kaputt. Ja, sag mal. Luigi, das gehört sich aber nicht, du. Das ist nicht die feine Englische. Da kommt Rauch raus. Anscheinend kocht da irgendwer. Den Trick mit dem Teller kann er auch, der gute Luigi. Das Tuch wegziehen und der Rest bleibt einfach still drauf stehen. Ist hier wirklich nichts unsichtbar? Der Käse gibt einen Duft ab. Ja, aber was will ich damit? Geld. Geld, 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 Geld. Geld regiert die Welt. Was will ich mit dem Käsegeruch? Der weht hier rüber. Kann ich natürlich ein bisschen rüberziehen? Geht das? Nee, ich glaube nicht. Das ist interessant. Jetzt kommt hier Geld auf einem. Von wo? Verrückt, ey. Gucken wir mal hier rein, ja. Da raucht es. Da hat sich irgendjemand... Und jetzt erstmal alles kaputt machen. Luigi hasst Geschirr. Da kommen die Erinnerungen an zu Hause hoch. Ne, Luigi? Die Küche von zu Hause, nehme ich an. Wo du Mario auch immer was zu essen kochen musstest und dann war er richtig undankbar. Deswegen, jetzt musst du hier den ganzen Frust rauslassen. Ist ja eh ein Geisterhotel, da juckt dich das ein Scheißdreck, ob du jetzt hier alles kaputt machst, nicht wahr? Ach, der gute Luigi. Der gute Luigi. So, hier können wir alles löschen anscheinend. Alles am Herd, ja. Das ist interessant. Dann saugen wir hier weiter. Ja, es tut mir leid, aber ne, es gibt halt alles zwei, drei Münzen, die hier rausspringen und am Ende zählt das halt dann zu den 100%, weil es eben diese Ränge gibt. Und wenn ich nicht den höchsten Rang bekomme, dann fühle ich mich einfach scheiße. Deswegen, ich muss hoffen, dass ich gut genug spiele für den höchsten Rang. Und ich hoffe wirklich, dass ich gut genug spiele. Aber ihr seht ja, wie gründlich ich bin. Wenn das nicht reicht für den höchsten Rang, dann weiß ich auch nicht. Aua. Was war das denn? Ein Fisch? Okay. Kann ich nicht braten? Ich glaube, der ist gerade gestorben. Hupsi. Hupsi-dupsi. Ja, den sehen wir so schnell nicht wieder, den Fisch. Was haben wir denn hier? Wasser. Okay. Ja gut, die können wir natürlich auch noch öffnen. Das machen wir natürlich. Die Kühlschränke mit einem Totenkopf drin. Da wurde ein Mensch gelagert. Und hier. Hier geht's tiefer rein in die Kühlkammer. Und was haben wir da im Ofen? Ein Brathähnchen. Alles klar. Das kann ich anzünden. Das gibt eine Perle. Ja, wahrscheinlich hätte der Fisch auch eine Perle gegeben. Nehme ich mal an. Wahrscheinlich hätte der auch eine Perle gegeben. Kann ich die Melone auch über den Herd? Explodiert die? So, normaler... Okay, ich habe eine brennende Melone.
glaube, die ist gerade explodiert. Richtige Physics hier in dem Spiel. Alles richtige Physics. Okay. Wir müssen irgendwo noch den Edelstein herbekommen. Das wird... Oder zwei sogar. Es sind ja zwei, die wir noch irgendwo herbekommen müssen. Ah, hier ist auch noch Geld. Über dem Herd. Das hängt da oben fest. Das kriege ich nicht. Wieso kommt jetzt hier neues Geld raus? Keine Ahnung. Es kommt sogar viel mehr raus. Mann, manchmal musst du halt auch wirklich ein Jahr da stehen bleiben und saugen, in der Hoffnung, dass halt wirklich noch irgendwas passiert. Da oben sehe ich irgendwie ein Wasser. Das ist ja so ein Löscher, wenn es brennt. Komm, wir gehen mal hier in die Kühlkammer. Da wurde ein Fisch eingefroren. Okay, will ich das überhaupt? Ich hab Angst. Ja, irgendwie sowas war schon abzuwarten, aber ich gehe hier lieber mal in Deckung. Oder? Die hat da was im Maul. Die Frage ist, was hat der? Oh, ein Schweinchen. Na dann, friss Schweinchen! Ich dachte vielleicht, ne, dass wir die Zähne kaputt machen dadurch. Ich wüsste jetzt nämlich nicht, wie wir die sonst kaputt machen können, die Zähne. Von dem Ungetüm. Ein Eisklotz. Den können wir übers Feuer halten. Das würde ich jetzt auch direkt mal machen. Wenn ihr da nichts dagegen habt. Weil da ist einer drin. Ja, ja, den habe ich schon gesehen gerade. Den Edelstein. Und dann wahrscheinlich einer noch im Fischmaul. Das Fischmaul ist so offensichtlich, wenn die da keinen Edelstein packen, weiß ich auch nicht, warum. Warum nicht? Okay. Jetzt ist die Frage, was machen wir dagegen? Kann ich hier... Es sieht so aus, als könnte man da irgendwie hintergehen, aber anscheinend nicht. Ja. Ah, das ist für Guigi. Ja, ja. Das ist, wie so ein... Ja, ja. Schon klar. Wie Gitterstäbe. Da kommt der gute Guigi hin. Was ist das hier am Boden? Nichts Wichtiges. Okay, schade. Gibt es sonst noch irgendetwas hier? Hier ist halt die Fleischkeule, die ich nicht runterbekomme. Die bewegt sich kein Stück. Ja. Ich glaube irgendwie, ich werde dann einen neuen Schnitt setzen müssen wieder mal. Wir sind jetzt auch 23 Minuten dabei. Und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Das war jetzt welcher? Das war der blaue. Das bedeutet, mir fehlt einer davor. Dann muss einer eigentlich hier in dem Raum sein. Eigentlich. Hier hatten wir ja auch keinen. Ja. Irgendetwas mit dem Käse. Ich würde mal hier schneiden, wenn es euch nichts ausmacht, und ein bisschen privat rum erkunden. Oho, sieh mal einer an. Hier in dem Raum, wo wir Igitt befreit haben, wenn ich da oben an dem Kronleuchter drehe, dann schalten wir einen Geheimgang frei. Und da ist er. Tatsächlich, der Käse ist vollkommen sinnlos. Oder, nun ja, jedenfalls wirkt es so, als sei der Käse vollkommen sinnlos. Wenn ihr genaueres wisst, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Wir haben auf jeden Fall das zweite Stockwerk damit zu 100% abgeschlossen. Fehlt nur noch das, ja, das Erdgeschoss, das wir jetzt dann noch gleich angehen werden. Ich bin gespannt, wie wir uns da noch anstellen werden, weil eigentlich war ich ja der Meinung, dass wir dort alles schon gefunden haben, aber, ja, wie gesagt, der Raum bestand ja mehr oder weniger aus zwei auf einmal. Deswegen fand das, finde ich sehr interessant. Finde ich sehr interessant. So, hier gibt es wirklich nichts mehr. Hier war ja wirklich kein Geld. Das war wirklich nur der Edelstein hier, der hier versteckt war. Da
Oben ist ein Schalter. Ja, aber der ist, den kann ich wahrscheinlich eh nicht betätigen. Ist wahrscheinlich einfach nur so ein Notsicherungsknopf. Falls man sich hier drin einsperrt oder so. Ich weiß es auch nicht. Was das zu bedeuten hat. Naja. Sollte es mit dem Käse noch was auf sich haben oder hier mit dem Raum, lasst es mich wissen, auch wenn es nur ein bisschen Geld ist. Ich meine, ich hole es gerne nach, das ist nicht das Problem. Gut, ja dann, hier in der Lobby, ne? Die ersten zwei Juwelen fehlen. Und da habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, so ein bisschen spoilermäßig, dass ich hier doch irgendwo noch eine Couch sichtbar machen kann. Ja, da habt ihr tatsächlich recht gehabt, da befindet sich noch eine Couch. Ich habe recht wenig mit der Düsterlampe rumgeleuchtet, aber ja, wir haben halt so viele Möglichkeiten mittlerweile in dem Spiel, dass halt so simple Sachen wie die Düsterleuchte halt einfach zu kurz kommen. Das ist auf jeden Fall einen weiteren Edelstein wert, und zwar den ersten. Yeah. So, und jetzt ist halt die große Frage, wo ist der allerletzte? Ich habe gehört, die sollen richtig schwierig zu finden sein, deswegen, ich habe ein bisschen Angst. Was machst du hier, Luigi? Ich kann hier irgendwie X drücken, ich weiß aber nicht warum. Hä? Hat das irgendwas mit der Kiste da zu tun? Komm, wir ballern da mal einen Kürbis drauf. Na, das bringt irgendwie nichts. Lag da irgendwas drauf? Irgendwas, was er jetzt noch vielleicht anfassen möchte? Ja, ne? Der zweite Edelstein. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Absolut nicht. Wir können hier nochmal reingucken. Hatte ich den Stroboblitz hier schon? Hatte ich schon, ja. Ja, jetzt kriegen wir Probleme. Ich glaube, ich setze auch hier wieder einen Schnitt und gucke mich da nochmal ein bisschen privat um. Also bis gleich. Was mich schon lange stört, ich bin gerade wieder unten im Keller. Das will ich unbedingt noch reinschneiden. Wir haben nur diese Waschmaschine hier geöffnet wegen dem Edelstein. Aber der Keller hat natürlich mehr als nur eine Waschmaschine. Und selbstverständlich geben die anderen Waschmaschinen noch ein bisschen Geld. Und naja, jemand, der 100% spielt, der untersucht natürlich dann auch die restlichen Waschmaschinen. So, und jetzt geht's wieder hoch in den, in die Lobby. Für mich. Was? Als ob. Ich will mal ganz ehrlich sein. Das war Zufall. Das war gerade so Zufall. Wow. Ich habe einfach random den Pömpel rumgeschossen. Und habe aus Versehen das richtige Teil erwischt. Mich gewundert, warum der Pömpel stecken bleibt und dran gezogen. Ich glaube, ich habe nicht mal einen Schnitt gesetzt. Ich habe wahrscheinlich einfach schnell vorgespult. Ich habe nicht nachgeguckt. What the fuck war das für ein Edelstein? Der war ja richtig assi. GG an alle, die den selbst gefunden haben. Wirklich, Respekt, meine Damen und Herren. Gut, ja, dann sind wir hier fertig in der Lobby. Yay. Heißt, Keller, erster, zweiter und dritter Stock zu 100% erledigt. Sehr schön. Und das bedeutet, wir können ab dem nächsten Mal hoch in den fünften Stock. Dort, wo schon alle Let's Player vor mir waren. Aber hey, die Leute, die hier treu bei mir zugucken, vielen, vielen Dank. Ich frage nochmal ganz kurz Igitt, weil ich habe da auch ein bisschen was erfahren. Lass mal reden. Protokoll, ich weiß es nicht. Hier gibt es die Achievements.
Das sind die Achievements. Das ist die Story-Achievements und mit Erik kann ich dann umschalten zu besondere Leistungen. Und das sind die In-Game-Achievements, die man erzielen kann. Und ich glaube, weil das sieht so ein bisschen aus, als würden die fehlen, aber nee, nee. Die haben wir. Das sieht nur so aus, weil der Virtual Boo halt nur alles in Rot anzeigt. Und das ist natürlich auch mein Ziel hier. Alle zu 100% abzuschließen. Alle Aufgaben. Ganz egal, wie nervig es wird. Gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann gehe ich nochmal ganz kurz zu Igit, weil mich da noch etwas interessiert im Keller. Ich meine, jetzt sind wir fertig mit Aufräumen hier im Hotel. Das bedeutet, wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Wir können uns jetzt erstmal ein bisschen bei Igit umgucken, bevor es dann abgeht zu der nächsten Etage und dem nächsten Bossgeist. Und ich bin gespannt, wie groß diese Etage sein wird. Na dann. Hallo. Ich bin wieder da. Mal gucken, was wenn ich mit Igit spreche? Einfach nur die typischen Hinweise? Ui, wo bin ich denn jetzt wieder hineingeraten? Da denkt man, man hat ein entspanntes Urlaub im Luxushotel gewonnen und dann das. Dass das Hotel so überaus einladend aussah, war wohl der Köder, um uns hierher zu locken. In seiner wahren Form ist das Hotel schlichtweg gruselig. Möchtest du mit mir reden oder einen Blick aufs Protokoll werfen? Nee, passt schon, alles in Ordnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kriegen hier noch einen Shop oder so. Da oben ist dieses Shop-Symbol. Igit, klär mich auf. Klär mich auf. Was ist Leitfaden und Einstellungen? Das ist, glaube ich, einfach nur, ja, irgendein unnötiger Scheiß gerade. Ja gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Daumen hoch, nie vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hochgeht in den nächsten Stock. Bin gespannt, was uns dort erwartet. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, auf Wiedersehen.